Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Green Hell in dem verregneten, doch recht idyllischen Wäldchen. Wir brauchen Essen. Wo finden wir Essen? Irgendwo im Dschungel, wahrscheinlich. Ne, die anderen waren voll. Okay, wir müssen echt so ein bisschen gucken, weil wir... Oh. Ah, ein Ei. Das Vogelnest nehmen wir auch mit, das ist auf jeden Fall guter Zunder. Was ist das? Kann ich das essen? Nein. Okay, ich habe in der letzten... Okay, hier geht ein Seil hoch. Ich habe auf jeden Fall schon in der Testaufnahme nämlich eine Nuss gefunden, aber die war auch unidentifiziert. Was ist das? Blümchen. Oh. Kann ich damit aufheben und zerstören? Ah. Okay, da ist also Wasser drin. Haben wir hier noch mehr? Kokosnuss. Weiß gar nicht, ob ich auch Tiere... Ein kleiner Stein. Noch einer. So. Also, falls ihr das Spiel schon gespielt habt, gerne ein paar Tipps, Tricks in die Kommentare. Allerdings bitte nicht spoilern, was noch so alles passiert. Dürft mir gerne sagen, so welche Nüsse sind jetzt besonders gut oder sowas. Da bin ich immer sehr dankbar für, aber nicht spoilern, was noch so alles kommt. Das würde ich gerne alleine raus. Ich bin schon wieder an unserem... Oh, noch ein Vogelnest, das nehmen wir natürlich so. Aber jetzt bin ich schon wieder an unserer Basis angekommen. Ich kann auch rennen, ne? Ja. Aber beim Rennen geht die Ausdauer runter. Lädt sich aber auch wieder auf, okay. Okay, jetzt gehen wir nochmal hier rüber. Finde etwas Nahrhaftes und iss es. Kokosnuss ist jetzt, glaube ich, nicht nahrhaft, ne? Oh, meine Güte, hier muss ich ständig stehen bleiben, um was aufzuheben. Kann ich hier hoch? Kann ich das Messer wegkriegen? Ne. Hm, okay. Ich behalte die lieber in der Hand. Ich weiß ja nicht, was hier noch so alles kommt. Weil wir haben ja schon gehört, es gibt hier auch Jaguare. Oh, was? Was? Was hat jetzt gerade so geraschelt? Geht's nicht weiter. Was ist das hier? Ein komisches Stück Holz. Das sah gerade so seltsam aus. Kann das sein, dass ich immer im Kreis laufe? Unbekannter Pilz. Neben Essen zerstören. Kann ich den noch irgendwie analysieren, bevor ich den mir ins Maul schiebe? Achso, hier sind die ganzen Palmblätter. Was mache ich falsch? Die war eindeutig zu schnell, die kriege ich doch nicht gefangen, oder? Die Maus ist auch nicht nahrhaft. Muss ich wieder zurückgehen? Ich soll wahrscheinlich, deswegen darf ich das Seil noch nicht hoch, ich soll noch nicht so weit raus. Aber warum soll ich draußen Essen suchen? Haben wir keine Bohnen mehr? Ich habe Hunger. Aber hier komme ich ja auch wieder zurück zum Fluss. Das ist da. Kann man hier runter?
muss ich jetzt hier drinnen irgendwas finden. Oh, Proteinriegel. So, an die Dosen komme ich alle nicht ran. Erweitert Essen. Das war doch ganz gut, glaube ich, ne? Noch ein Essen? Ah, jetzt kann ich antworten. Okay. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Okay. Aber sei vorsichtig, bitte. Be careful. Please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Okay. Schau dir das Korkbrett an. Das hier? Das haben wir uns schon angeguckt. Nee. Ah, hier. Schädelkrieger. Gestern sind am Ufer seltsame bemalte Krieger aufgetaucht, als wir vorbeifuhren. Wer sind sie? Unsere Freunde, die Jabuaka, scheinen nicht über sie reden zu wollen. Okay, das scheinen dann die Bösen zu sein. Tabakpflanzen heilen Bisse von giftigen Tieren ganz vorzüglich. Aber was heilen sie noch? Ich habe diese Pflanze auf der Nordseite des Lagers entdeckt, nachdem ich einen Felsen hochgeklettert bin. Habe ich ein ganzes Beet davon entdeckt. Ein guter Ausgangspunkt. Ausgangs- oder Aussichtspunkt? Ausgangspunkt. Okay. Da, die Jabuaka. Jabuaka. Die Jabuaka leben tief im Amazonas-Regenwald und gelten als einer der 80 verborgenen Stämme dort. Sie fürchten die moderne, grausame Welt und leben daher sehr isoliert. Werden sie uns willkommen heißen? Sind sie der Schlüssel und der einzige Hinweis darauf, wieso wir hier sind? Ja, warum sind wir denn hier? Der verschollene Stamm. Das hier ist ihr Land, ihr Erbe, so wie sie schon seit Jahrtausenden von Jahren. Jeder, der hierher kommt, muss das respektieren. Es ist 3 Jahre her, dass wir sie zuletzt gesehen haben. Das haben wir doch schon mal gelesen, ne? Das haben wir doch schon mal gelesen irgendwo. Tiere des Regenwaldes, harmlos. Hinter all den Gefahren verbirgt sich so viel Schönheit in diesem Dschungel. Viele kleine Säugetiere dienen den Eingeborenen als Nahrungsquelle, da sie reich an Proteinen und Fetten sind. Stellen sie die perfekte Ergänzung zu Früchten und Gemüse dar. Oh, das sieht nicht so lecker aus. Jaguar. Die größten Katzen von der amerikanischen Kontinente. Sie haben stärkere Kiefer als Löwen und können mühelos den Schädel ihrer Beute knacken. Sie jagen sowohl im Wald als auch im Wasser. Man ist nirgends sicher. Ein Stammeskrieger ist heute Nacht auf einen Jaguar gestoßen. Er kann von Glück reden, dass er noch lebt. Okay, habe ich gemacht. Okay, nach Norden und die Tabakpflanze. Ist da ein Kompass? Habe ich, eine Karte? Was sind das für Geräusche hier immer? Ich weiß doch nicht mal, wo Norden ist. Oder verpasse ich hier irgendwie? Und das... Achso. Wie kann ich mich untersuchen? Ob ich irgendwo einen Blutegel oder sowas habe? Nö. Oder habe ich irgendeinen Ausschlag, Blutegel? Nö. Gut. Wir haben ja vorhin dieses Seil schon gesehen, aber woher wüsste ich jetzt, dass das Norden ist? Ist es doch das Seil. Oh,
Glück gehabt. Noch sieht alles sehr schön und ruhig aus. Bin mal gespannt, was das noch. Kann ich auch schneller klettern? Nein. Verdammt. Mia, I know I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just Mia, are you okay? Bin ich hier raufgefallen, Alter? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Das haben wir ja eben schon gemacht, ne? Okay, jetzt bringen sie es hier ein bei. Oh. Oh, that's definitely not good. Hab ich noch mehr? Das sieht gut aus. Ich stehe auf beiden Beinen, das ist immer nichts gebrochen. Ja, aber das hier. Kann ich das irgendwie. Muss ich das anklicken? Sieht aus wie eine Schiffwunde, aber wenn die sich infiziert, ist natürlich schlecht. It's alright. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. Do you remember how to do it? Nein. I can't say that I remember. Look for Molineria. It has long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Oh, so okay. Was haben wir doch schon gesehen, ne? You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Da. Oder? Drücke N. Ah, N ist Schautapfe. Kann ich jetzt umblättern? Ah, geistige Gesundheit. Was? Bekannte Behandlungsmethode. Verzehr eines Produktes mit einer natürlichen Antistresswirkung verbessern den Geisteszustand. Okay. Ah, hier. Ein Verband schützt die Wunde, sodass sie abheilen kann und verhindert Infektionen. Ein Verband mit Desinfektionsmittel noch besser. Unbekannter Pilz. Wirkung? Fragezeichen. Okay. Verband. Molinera-Blatt. Aber bist du kein Molinera? Muss ich das kaputt hauen? Ja, doch, war Molinera. Da rechts sieht man, habe ich gesammelt. Okay. Also die Pflanze auch mitnehmen. Wie mache ich die jetzt? Muss ich die jetzt wieder hier und da herstellen? Okay, jetzt habe ich mir einen Verband gemacht. Oh. Mensch. Also das System hier ist echt gewöhnungsbedürftig. Herstellen. Dass man nicht gleich da drinnen bleibt. Wenn man mehr... Ne, jetzt ist der Stein hier nicht mehr da. Herstellen, zerstören. Warum? Ich will das... Anlegen. Ah, starte die Untersuchung. So, es ist der rechte Arm. Den Rucksack öffnen. Und den da drauf ziehen. Oha, das ist echt gewöhnungsbedürftig. Das wird nur noch ein paar Folgen dauern, bis ich das drin habe. Okay, wir haben uns verbunden. Here I am. All wrapped up nicely. Does it hurt? Like hell. Aww. Ist denn die Hammerlappen? Pobrecito mio. Imagine, I am hugging you now. Mm-hmm. Better? Oh, he's a bit better. Yes. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed?
think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Okay, so geht's uns gut. Jake, Tag 32? Come in. Was ist los? I need you here. Jake, ich brauch dich. Please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia, what the hell's going on? Komm, du hast doch gerade gesprochen. Antworte mir. Können wir noch irgendwas einpacken? Finde Mia. Gott, ich weiß doch nicht mal, wo lang. Eine... Achso, das ist ein Ladebild. Ich wollte gerade sagen, was ist das für eine Brücke mit dem Loch drin? Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Wie gesagt, so weit war ich noch nie. Und ich habe mir auch bloß Gameplay so mittendrin mal angeguckt. Die Story ist mir völlig unbekannt. Story-Modus. Du hast den Tutorial abgeschlossen, das zu Story-Modus gehört, der in der vollständigen Veröffentlichung enthalten sein wird. Da sich das Spiel noch in der Entwicklungsphase befindet, gibt es hier nur einen Teil der Green Hell-Erfahrung. Das Creepy Jar-Team hofft, dass es dir gut gefallen hat. Hinterlass uns doch einen Kommentar im Steam-Forum. Ah, und jetzt haben wir den Survival-Modus. Ah, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Oh, Pilze. Okay, das heißt, jetzt gibt es überhaupt keine weitere Story. Unser Rucksack ist auch leer. Und wir sind jetzt vollkommen auf uns gestellt und müssen überleben. Was haben wir hier? Eine unbekannte Nuss. Noch mehr am Baum? Aber unterm Baum. Aber die Uhr, die sie uns geschenkt hat, habe ich die jetzt noch? Okay, uns geht's gut. Okay, wir lernen jetzt hier gerade kleiner Bambusunterstand und sowas. Also geht jetzt das Survivalen richtig los. Kann ich die auch kaputt boxen? Die sieht wichtig aus. Okay, Tagebuch. Pfeil. Kleiner Stock und Feder. Das ist der unbekannte Pilz. Was haben wir hier? Ein Rahmen. Bambusrahmen. Ist das denn für ein Haus? Wand, Bambuswand, okay. Was war das für ein Geräusch? Hölzerner Eingang, Bambuseingang, okay. Hütte, Bambushütte. Palmdach, Bananendach. Blätterbett. Hüttenunterstand. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt uns erstmal ein bisschen das... Aua! Was war das jetzt? Ausschlag, toll. Geistige Gesundheit runter. Geht ja super los hier. War das jetzt schon zu viel? Schön wäre jetzt mal irgendwie ein Stein oder sowas. Wir müssen uns ja auch irgendwie eine Waffe machen können. Aber ich glaube nicht, dass wir unser Zeltlager wiederfinden. Was haben wir hier? Wir nehmen jetzt erstmal alles mit, was wir... Was bist du? Bist du ein Pilz? Ja. Ausschlag? Hab ich jetzt von dem Pilz gerade Ausschlag gekriegt? Tagebuch. Unbekannter Pilz. Okay, den anderen Pilz kann ich noch nicht sehen. Ausschlag. Juckt, stört, verschlechtert Geisteszustand. Ach so, wenn der auch noch bleibt. Werden vom Körper mit der Zeit auf natürliche Weise bekämpft. Ein Verband in Kombination mit einer Pflanze, die mit antihistaminischen Eigenschaften beschleunigt den Heilungsprozess. Okay, welche Pflanze hat antihistaminische Eigenschaften? Also sprich antiallergische Eigenschaften.
Unbekannte Frucht, die sieht lecker aus. Soll ich mich jetzt mal untersuchen? Hilft das? Ist der Ausschlag jetzt schon weg? Hä? Da ist er. Die hat mich noch am Arm gepiekt. Oder bin ich in irgendeine Pflanze reingetreten? Okay, was bist du? Nichts. Verdammt, ich bleib jetzt mal auf dem Weg in der Hoffnung, ich finde hier eher einen Stein als in dem Gebüsch. Okay, 10 Stöcke können wir mitnehmen. Da, Stein. Neues Rezept? Steinklinge. Steinklinge, wichtig. Was habe ich hier? Jetzt mit G habe ich gerade einen kleinen Stein einfach geschmissen. Ah. Ich weiß, dass wir die sammeln können, ne? Genau, daraus werden auch kleine Steine. Okay, Tagebuch. Steinklinge. 2x Stein. Rucksack. Da. Herstellen. Stein und Stein. Eine Steinklinge. Die machen wir uns mal auf die 1. Okay, dann... Nee, das wollte ich nicht. Sammeln. Okay, jetzt haben wir eine Steinklinge. Wahrscheinlich nicht so stark wie eine Machete. Gut, Leute, ich würde sagen, bevor wir da lang weitergehen, machen wir erstmal Schluss. Genießen nochmal kurz den Ausblick. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis denn dann. Ciao, ciao.